Wie bitte? Sie wollten endlich auch was vom Kuchen abhaben. Und das haben Sie Ihrem Vater im Weinkeller vermitteln wollen. Aber der hat Sie einfach abgewimmelt. Und dann sind Sie wütend geworden und haben ihn von der Leiter gestoßen. Also es ist eine Unverschämtheit, was Sie mir unterstellen, Frau Verteidigerin. Die Angeklagten sitzen vor Ihnen. Soweit zumindest hat er recht. Noch Fragen? Danke, nein. Dann bleiben Sie unvereidigt. Dankeschön. Laura Hochecker, bitteschön. Sie dürfen hinten Platz nehmen. Danke. Laura, grüß dich. Hallo. Ja, hallo. Du sollst hier heute als Zeugin aussagen. Du bist 14 Jahre alt. Ja. Als 14-Jährige würde man auch bestraft werden, wenn man was Falsches sagt. Sage ich jetzt nicht aus Misstrauen, sondern weil ich jeden belehren muss. Ja? Okay. Also, du heißt Laura Hochecker. 14 Jahre haben wir schon gesagt. Du wohnst in München, du bist ledig natürlich. Und du gehst in die Schule, und zwar in die 9. Klasse Gymnasium. Und mit den beiden Herrschaften hier, die angeklagt sind, bist du weder verwandt noch verschwägert. Nein, aber ich kenne Nico vom Sehen her. Und zwar, der wohnt mit seiner Mutter ein Stockwerk über meiner Oma. Jetzt geht's darum, du warst vom 7. bis zum 9. Dezember bei deiner Oma in Tutzing, ja? Und da hast du am Samstag eine Beobachtung gemacht und über die würde ich gern mit dir reden. Das könnte sein, dass die hier für die Verhandlung sehr wichtig ist. Und deshalb haben die Verteidiger mich auch gebeten, dich als Zeugen zu laden. War wohl so, dass der Herr Verteidiger dich vor ein paar Tagen beim Treppenhaus getroffen hat, oder? Ja, genau. Ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihm von dem Dezemberwochenende bei meiner Oma erzählt. Und was hast du ihm da erzählt? Erzähl uns das doch bitte auch. Also, dass ich am Samstag vom Reiten zurückkam und dann musste ich im Treppenhaus meine Schuhe ausziehen, meine Reitstiefel. Weil meine Oma kriegt ja die totale Krise, wenn man mit den Dingern auch nur einen Schritt in die Wohnung macht. Mhm. Und hast du da irgendwas mitbekommen? Ja, ich habe den Nico mit seiner Mutter sich streiten hören. Konntest du auch hören, worum es bei dem Streit ging? Also erst nicht, weil die waren ja noch erst in der Wohnung. Aber dann hat der Nico die Tür aufgerissen und hat dann weitergeschrien. Ich glaube, er wollte gehen, aber seine Mutter wollte das nicht. Hattest du auch mitbekommen, wohin er gehen wollte? Ja, er wollte zu seinem Vater. Ich glaube, der heißt Herbert oder so. Kannst du dich noch an den genauen Wortlaut erinnern, was die beiden da gesprochen haben? Ich glaube, er hat gesagt, Herbert ist mein Vater. Da habe ich alles Recht der Welt, mit ihm zu sprechen. Und zwar jetzt. Ja, und dann hat er die Tür zugeknallt und ist runtergerannt. Kannst du noch sagen, wie spät es da war? Welche Uhrzeit? Das hat mich der Anwalt auch schon gefragt. Und ich habe auch noch mal darüber nachgedacht. Aber ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass es nach 14.30 Uhr sein müsste. Weil um 14.30 Uhr ist meine Reitstunde zu Ende. Und dann muss ich ja noch mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Dann herzlichen Dank. Oder hat noch jemand Fragen an die Laura? Keine Fragen. Ja. Gut, Laura, danke schön. Das war's eigentlich schon wieder. Du bleibst unvereidigt. Du kannst auch gern wieder nach Hause gehen. Ja. Ich glaube, deine Mutter wartet eh draußen auf dich. Oder? Okay, ja, danke. Tschüss. Tschüss, Nico. Damit ist wohl klar, dass Nico Petrov bereits am Tattag wusste, dass Herbert Beckenbach sein Vater ist. Herr Petrov, kommen Sie vielleicht noch mal nach vorn. Bei der Gelegenheit belehre ich Sie noch mal, wie vorhin. Sie müssen die Wahrheit sagen, müssen sich selbst nicht belasten. Hm? Sie haben recht. Ich wusste schon am Tattag, dass Herbert mein Vater ist. Mhm. Und Sie wissen, dass Sie damit vorhin gerade sich einer Falschaussage schuldig gemacht haben, oder? Ja, ist mir klar. Also, wie haben Sie davon erfahren? Ich habe halt zufälligerweise Kontoauszüge von meiner Mutter gesehen. Mhm. Und da waren auch zusätzlich solche Sonderüberweisungen von Herbert jeden Monat zum Gehalt von meiner Mutter. Und dann noch irgendwelche solche Extraüberweisungen. Klar, dann fragt man sich natürlich, was das soll. Dann habe ich meine Mutter auch gefragt. Und dann hat sie mir halt die Wahrheit gesagt, dass Herbert mein Vater ist. Sind Sie deswegen dann ins Restaurant gefahren? Weil Sie mit dem Herbert Beckenbach reden wollten? Darüber? Ja, selbstverständlich. Ich hatte so viele Fragen. Wissen Sie, warum hat er nicht zu mir gestanden? Als Kind habe ich doch so viel Zeit verbracht, dass er nie gesagt hat, er sei mein Vater. Und ja gut, auf der anderen Seite, ich bin auch hingefahren, weil ich mir gedacht habe, er könnte meine Grafikschule finanzieren. Mhm. Immerhin steht es mir zu. Aber zu diesem Gespräch ist es ja leider nie gekommen. Weil sie ihn umgebracht hat. Weil du ihn vorher von der Leiter gestoßen hast. Genau. Man fragt sich jetzt natürlich schon, wieso sie da nicht vorher die Wahrheit gesagt haben. Wenn sie mit der Tat doch angeblich nichts zu tun haben. Ja, das stimmt, da haben sie auch recht. Und das war auch ein bisschen blöd von mir. Aber ich habe es meiner Mutter halt versprochen. Ich muss es ihr versprechen. Was hat denn Ihre Mutter damit zu tun? Ja, wissen Sie, meine Mutter, die war halt vor Ort, als die Leiche gefunden worden ist. Und die hat total die Panik gehabt, weil, wie gesagt, ich war ja da wegen der Jacke, die ich dann holen sollte. Mhm. Und da hatte meine Mutter halt Angst, dass ich halt unter Verdacht geraten könnte. Und deswegen hat sie mich gebeten, hier das zu behaupten, dass ich alles erst einen Tag später erfahren habe. Aha.
Dann sprechen wir doch mal mit Ihrer Mutter, würde ich sagen. Oder hat noch jemand Fragen? Keine Frage. Nehmen Sie mal wieder hinten Platz. Ivana Petrov, bitte schön. Der Zeuge bleibt weiterhin unvereidigt. Frau Petrov, guten Tag. Kommen Sie mal mit ihr nach vorne. Zuallererst muss ich Sie mal belehren. Als Zeugin vor Gericht müssen Sie natürlich die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Zu Ihrem Personal. Sie heißen Ivana Petrov, Sie sind 44 Jahre alt, Sie wohnen in Tutzing, Sie sind ledig, Sie sind Küchenhilfe im Amuse-Gueule, in diesem Restaurant, und nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Nein. Frau Petrov, ich muss Sie dann allerdings noch belehren, 55 StPO, Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie vielleicht Angehörige belasten könnten. Sie wissen, worum es heute geht, die beiden Angeklagten wird vorgeworfen, Ihren ehemaligen Chef, den Herrn Beckenbach, in seinem Restaurant im Keller von einer Leiter gestoßen zu haben und somit getötet zu haben. Jetzt hat uns gerade eine Zeugin versichert, dass ihr Sohn an dem Tattag ins Restaurant gefahren sei, weil er an dem Tattag schon wusste, dass der Beckenbach sein leiblicher Vater war und dass er ihn zur Rede stellen wollte. Und woran die Zeugin sich allerdings nicht so genau erinnern kann, das ist die Uhrzeit, wann ihr Sohn das Haus verlassen hat. Können Sie sich da vielleicht noch daran erinnern? Ja, das weiß ich auch nicht genau, aber ich bin mir ganz sicher, auf jeden Fall, das war nach 3 Uhr. Da sind Sie sich ganz sicher. Ja, aber damit dürfte doch wohl eindeutig feststellen, oder, Herr Verteidiger, Frau Verteidigerin, dass Niko Petrov jedenfalls nicht der Täter gewesen sein kann. Ich glaube, es ist wohl unstreitig, dass er mindestens 20 Minuten mit seinem Roller bis zum Restaurant benötigt. Und um 15.30 Uhr ist er bereits auf Ihre Angeklagte, Herr Vorländer, auf Ihre Mandantin getroffen. Das heißt, er hätte genau 10 Minuten Zeit gehabt, ja, sich mit seinem Opfer zu streiten, dieses umzubringen und dann noch in den Gefrierkeller zu verbringen. Das glauben Sie ja wohl selber nicht. Herr Staatsanwalt, Ihre Logik verstehe ich nicht ganz. 10 Minuten. Das passiert öfters, dass Sie meine Logik nicht verstehen. Ja, weil sie unlogisch ist. 10 Minuten sind doch völlig ausreichend. Ich denke, vielleicht lügt Frau Petrov hier für ihren Sohn. Mein Sohn ist unschuldig. Er hat nichts getan. Die beiden haben den Herbert umgebracht. Wieso sind Sie sich da so sicher? Sie haben sich total auffällig genommen. Hm. Ich habe sofort bemerkt. Inwiefern können Sie das konkretisieren? Inwiefern auffällig? Also ab diesem Samstag. Keiner durfte in Gefrierraum von Angestellten. Nur der Chefkoch. Er hat total sich aufgespielt. Hat gesagt, dass nur er in Zukunft wird. Ja, weil sie sich nicht können. Kümmern. War das seltsam? War das vorher anders? Ja, das war total anderes. Normalerweise musste ich ins Kelle gehen oder die andere Küchenangestellte. Aber jedenfalls ist dann am Sonntagabend trotzdem eine Kollegin in den Kühlraum gegangen und die hat dann den Herrn Beckenbach dort gefunden. Na, der andere Koch hat dringend etwas aus der Kühlung gebraucht. Und den Herr Dörner, wir können ihn nirgendwo finden. Und dann die Agnes ist alleine ins Keller gegangen. Die Arme hat immer noch Albträume. Sagen Sie mal, Herr Dörner, wie oft waren Sie eigentlich insgesamt am Samstag und Sonntag im Gefrierraum, um Lebensmittel zu holen? Was weiß ich, da zähle ich nicht mit. 7, 8 Mal vielleicht. 7, 8 Mal also. Ja, wieso? Sie waren also 7, 8 Mal in dem Keller, in dem Gefrierraum, ja? Ja. Und dann haben Sie 7, 8 Mal keine Leiche entdeckt? Wissen Sie, wie wohingegen das? Ihre Mitarbeiterin einmal in den Keller geht und sofort fündig wird? Schon interessant, oder? Nee, klar. Ja. Bloß die Sachen, die ich gesucht habe, die lagen wahrscheinlich in einer Ecke. In der anderen Ecke. Ja, ich habe nichts gesehen. Nein, dich hätten die Leiche sehen müssen. Quatsch. Ich bin ganz sicher, er und die Frau von dem Chef haben Herbert umgebracht. Er ist bestimmt dahinter gekommen, dass die haben ihm Hörner hier aufgesetzt. Gutes Thema. Wissen Sie denn, ob die beiden Angeklagten eine Affäre hatten? Natürlich habe ich mit eigenen Augen gesehen. 2, 3 Mal im Laden. Ja, du hast überhaupt nichts gesehen, weil es nichts zu sehen gab. Reg dich nicht auf, Janine. Die Petrov lügt doch, um ihren Bastard ich zu schützen. Ich nicht. Jetzt passen Sie mal auf, Herr Dörner. Jetzt lassen Sie bitte die Beleidigungen hier sein, ja? Ja. Jetzt sagen Sie, Sie haben die beiden ein paar Mal gesehen. Haben Sie einem Chef nichts davon gesagt? Ja, das hat mich nicht interessiert. Geht mich nicht an. Frau Petrov, Sie haben nichts gesagt, weil Sie nichts gesehen haben. Es gibt keinen einzigen Zeugen, der bestätigen kann, dass mein Mandant mit der Ehefrau von Herrn Bert Beckenbach eine Affäre hat. Die beiden hätten sich doch irgendwo treffen müssen und dann gäbe es Zeugen. Genau. Na, vielleicht waren sie in einer Laube. Was für eine Laube denn? Na, so eine kleine Laube. Was soll das für eine romantische Laube sein? Na ja, wissen Sie, früher hatte ich auch etwas mit Herbert gehabt, ja? Wie die beide, heimlich haben wir uns getroffen. In so eine kleine Laube. Die ist im Grundstück von dem Restaurant.
Aha. Und vielleicht... Herr Staatsrat, haben Sie so eine Laube überprüft? Nee. Vielleicht der Chef hat mit seiner Frau... keine Kenntnis gehabt über irgendeine Laube, Frau Petrov. Vielleicht wo befindet sich diese Laube ganz genau, bitte? Zu dem Restaurant gehört klein Stück Wald. Und dafür steckt sich diese kleine Gartenhütte. Aha. Hat denn jetzt im Moment jemand Fragen an die Frau Petrov? Keine Fragen mehr. Dann würde ich fast sagen, Herr Staatsanwalt, wir sollten diese Laube mal überprüfen. Ja. Vielleicht finden wir da wirklich irgendwelche Spuren, die eventuell auch über eine Beziehung zwischen den beiden Angeklagten uns was aussagen könnten. Dann bleiben Sie mal unvereidigt, danke schön. Ja, nehmen Sie mal bitte bei Ihrem Sohn da hinten Platz. Und dann würde ich sagen, wir unterbrechen die Hauptverhandlung. Und Sie haben Gelegenheit, das mal zu überprüfen, ja. Da geht folgender Beschluss, die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Fortsetzung hier in 2 Tagen, gleiche Uhrzeit. Die unterbrochene Hauptverhandlung gegen Janine Beckenbach und Daniel Dorner wegen gemeinschaftlichen Mordes wird hiermit fortgesetzt. Herr Staatsanwalt, Sie haben ja diese Laube auf dem Grundstück des Restaurants überprüfen lassen. Ja, ich war selbst vor Ort. Und siehe da, was haben wir auf der Matratze in der Laube gefunden? Herr Dorner, Spermaspuren von Ihnen und von Ihnen. Hautpartikel. Und damit ist doch die Affäre bewiesen. Ich meine, die Tatsachen, die wir jetzt haben, die sprechen doch mehr als nur dafür, dass Sie... Hören Sie zu, Frau Beckenbach, dass Sie mit Ihrem Opfer Sex hatten und eine Affäre hatten. Und ich möchte, dass Sie einfach hier schlichtweg zugeben, was Sie getan haben, nämlich Herrn Beckenbach getötet. Herr Vorsitzender, ich würde Sie bitten, die Verhandlungen für 15 Minuten zu unterbrechen. Ich würde ganz gerne mit meiner Mandantin unter 4 Augen mal sprechen. Gut, tun Sie das. Dann geht der Beschluss, die Hauptverhandlung wird für 15 Minuten unterbrochen. Danke. Frau Beckenbach, Sie erzählen mir jetzt, was an diesem Nachmittag wirklich passiert ist. Ich kann Sie nicht optimal verteidigen, wenn ich nur die Hälfte weiß. Aber Sie müssen mir glauben, ich habe meinem Mann nichts angetan. Wirklich, ich hätte es niemals übers Herz gebracht. Aber Sie hatten eine Affäre mit Herrn Dorner. Ja, ich geb's zu, ja, ich hatte eine Affäre und ich habe ihn betrogen. Aber ich habe ihn nicht umgebracht, wirklich. Warum haben Sie mir denn nicht erzählt, dass Sie eine Affäre mit Herrn Dorner hatten? Ja, ich dachte, es wäre besser so, damit ich nicht unnötig unter Verdacht gerate. Na, bravo. Jetzt, wo Ihre Lüge aufgeflogen ist, sind Sie wirklich alles andere als glaubwürdig. Ja, ich weiß, aber der Staatsanwalt, der denkt doch sowieso, dass ich Herbert nur wegen dem Geld umgebracht habe. Und das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wieso hätte ich ihn denn 2 Tage vor unserem ersten Hochzeitstag umbringen sollen und somit riskieren, dass ich die Witwenrente nicht bekomme? Ich sage ja nicht, dass Sie die Täterin sind. Vielleicht decken Sie ja jemanden. Hören Sie mal, ich rate Ihnen jetzt ganz, ganz dringend, dass Sie die Wahrheit sagen. Wenn der Sachverhalt sich so darstellt, wie ich vermute, dann kommen Sie hier wirklich mit einer geringen Strafe davon. Ja, aber ich kann... Frau Beckenbach, Sie können doch nicht für eine Tat ins Gefängnis gehen, die Sie nicht begangen haben. Auch nicht aus Liebe. Und ich sage Ihnen klipp und klar, so wie es im Moment aussieht, kann ich nicht viel für Sie tun. Sie werden beide verurteilt. Aber ich kann doch jetzt nicht... Frau Beckenbach, machen Sie den Mund auf. Frau Beckenbach, kommen Sie mal. Das ist sicher alles kein leichter Gang. Aber Sie werden das schon schaffen, ja? Okay. Alles gut. So, nehmen Sie bitte Platz. Die unterbrochene Hauptverhandlung wird erneut fortgesetzt. Nun, Herr Verteidiger, wie sieht's aus? Herr Vorsitzender, meine Mandantin möchte gerne noch etwas sagen. Ja, bitte. Was wird das jetzt hier, Janine? Herr Dorner, jetzt halten Sie sich mal bitte schön zurück. Ich höre mir jetzt an, was die Frau Beckenbach zu sagen hat, ja? Also, es stimmt. Daniel und ich, wir hatten eine Affäre. Das sag ich doch! Und wir hatten auch Sex im Weinkeller. Und Herbert hat uns dabei erwischt. Und wie hat er reagiert, als er sie erwischt hat? Ja, wie schon. Er ist total ausgeflippt und hat rumgeschrien. Und dann bin ich einfach weggelaufen nur noch und nach oben. War er da noch am Leben? Da war er noch am Leben, ja. Und was hat der Herr Dorner gemacht? Der Herr Dorner ist unten im Keller geblieben. Das ist doch alles Quatsch. Sag mal, glaubst du, dass du damit durchkommst, du? Du dummes Sau, du! Also jetzt passen Sie mal auf. Herr Dorner, erstens... Hier wird niemand beleidigt. Zweitens, hier wird niemand bedroht. Drittens, hier wird auch niemand angefasst. Ja, aber glaub ich einmal nicht. Und es gibt Ordnungsmaßnahmen. Haben wir uns da verstanden? Ja. Nachdem Sie nach oben gegangen sind, wie ist es dann weitergegangen? Ja, da habe ich ja dann den Nico getroffen. Und dann hat auch schon Daniel von unten nach mir gerufen. Er hat nach Hilfe gerufen, weil er gerade seinen Chef von der Leiter gestoßen hatte. Und was haben Sie dann getan? Sind Sie wieder nach unten gegangen? Ja, ich habe erst den Nico weggeschickt und dann... bin ich auch schon wieder runter und dann
lag da Herbert, seine Leiche lag da schon am Boden. Und der Daniel hat nur noch gestammelt. Oh, scheiße, Janine, ich habe ihn von der Leiter gestoßen. Was machen wir denn jetzt? Ja, ist die Märchenstunde jetzt vorbei? Ich hab nämlich echt keine Lust mehr, mit diesen Scheiße länger anzuhören. Es liegt ja wohl auf der Hand, dass sich Frau Beckenbach diese hanebüchene Geschichte gerade ausgedacht hat draußen im Flur, um sich hier aus der Affäre ziehen zu können. Ich habe mir überhaupt nichts ausgedacht. Herr Richter, es ist die Wahrheit. Wirklich, bitte glauben Sie mir, bitte. Schauen wir mal, ob das glaubhaft ist. Was hat er Ihnen denn gesagt, der Herr Dorner, warum er die Leiter umgestoßen hat? Ja, er hat nur irgendwas gestammelt von, ja, ich hatte doch keine andere Wahl, Janine. Er wollte mir das Leben zur Hölle machen. Er wollte mich rausschmeißen und hat mir halt Begründungen aufgezählt. Also, wenn Ihr Mann da von der Leiter gefallen ist, während Sie oben in der Küche waren, dann hätten Sie doch auch was hören müssen. Ja, habe ich auch. Es hat gepoltert und geklirrt und das habe ich gehört, als ich mit Nico oben in der Küche stand. Auf hier zu lügen. Herr Bethoff, jetzt noch mal an Sie. Sie müssen euch auch die Wahrheit sagen, ja? Wenn die Frau Beckenbach hier die Wahrheit sagt, dann müssten Sie ja eigentlich auch was gehört haben. Stimmt schon. Ich habe Geräusche gehört. Was für welche? Ich habe gehört, wie so eine Flasche zu Bruch ging und ja, so ein Geräusch, als ob jemand hingefallen wäre. Und warum haben Sie das nicht viel früher gesagt? Ich meine, ja, wissen Sie, ich bin doch jetzt auch erbberechtigt. Und ja, ich habe auf das Geld von meinem Vater ja sowieso so lange verzichten müssen, da habe ich es nicht eingesehen, dass ich jetzt noch dieses Geld mit dieser Erbschleicherin da vorne teilen muss. Ich bin keine Erbschleicherin. Also Sie haben quasi darauf spekuliert, dass die Angeklagte, wenn sie verurteilt wird, für erbunwürdig erklärt wird und dass dann ihr Erbanteil höher ausfallen wird. Herr Bethoff, das wird auch für Sie noch Konsequenzen haben. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kann man nur so hinterhältig sein? Das gibt's nicht. Echt? Hinterhältig, da sagt die Richtige. Wieso lag denn Herberts Leiche im Gefrierraum, hä? Sag mir das! Das ist eine berechtigte Frage, Frau Beckenbach. Hm? Ja. Haben Sie den Herrn Beckenbach, Ihren Ehemann, in den Gefrierraum verschafft? Ja, ich habe Daniel dabei geholfen. Und wessen Idee war das? Meine. Als Herbert da am Boden lag, da ist mir eingefallen, dass wir noch gar kein Jahr verheiratet waren. Und da ist mir nur die Witwenrente eingefallen. Da dachte ich, wir bringen ihn in den Gefrierraum und dann lassen wir ihn da für ein paar Tage liegen. Und dann? Dann wollten sie ihn wieder auftauen, oder wie? Einfach in den Weinkeller legen und so tun, als wäre er erst zu einem späteren Zeitpunkt gestorben. Ja, ich weiß. Sie haben gehofft, dass man da den Todeszeitpunkt anders annehmen würde. Ja, ich weiß, es war eine dumme Idee, aber... Ja, aufgegangen wäre die Geschichte natürlich nie, ja. Also ich glaube, ein Medizinstudent im ersten Semester hätte festgestellt, dass der schon länger tot ist, ja. Taut auch nicht so einfach auf, so ein Mann von über 80 Kilo, würde ich mal sagen. Naja. Herr Dorner, wollen Sie zu dem Ganzen noch was sagen? Kein Bedarf. Ist alles gelogen. Ist alles gelogen. Alles. Mir reicht's. Gut, dann bleibt der Herr Bethoff, an den sicherlich niemand mehr Fragen hat, unvereidigt. Dann geht rein, vorsorglich noch der rechtliche Hinweis, 265 StPO. Es kommt hinsichtlich der Angeklagten Beckenbach auch eine Verurteilung gegen versuchter Strafvereitelung 258 Absatz 1 Absatz 4 2223 Strafgesetzbuch in Betracht. Dann haben wir noch Auszüge aus dem Bundeszentralregister. Beide Angeklagten sind bisher nicht vorbestraft, also keine Eintragungen. Noch Anträge, noch Erklärungen. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Oh, schwurgerig, beide Angeklagte haben sich des Mordes an Herrn Beckenbach schuldig gemacht. Und die Angeklagte Beckenbach, die hier nach der Besprechung mit ihrem Verteidiger eine Erklärung gebracht hat, die ausschließlich hier dem Verfahrensstand angepasst war, die kann damit nicht gehört werden. Es handelt sich um eine reine Schutzbehauptung. Die Angeklagte hat ein starkes Motiv. Sie hat uns von Anfang an die Affäre verschwiegen, wohlweislich, dass sie damit ihr Motiv hätte preisgeben müssen. Und die Angeklagte hätte es gar nicht notwendig gehabt, dieses zu verschweigen, wenn sie von Anfang an das erklärt hat, was sie am Schluss wohl auf Anraten ihres Verteidigers erklärt hat. Dass der Angeklagte Dorner hier des Mordes schuldig zu sprechen ist, ergibt sich schon daraus, dass nur er im Keller gewesen sein kann und sein Opfer, der Herr Beckenbach, ja, sicherlich nicht von selber, und dafür haben wir keine Anhaltspunkte, von der Leiter gefallen ist. Ich beantrage daher gegen beide Angeklagte, eine lebenslange Freiheitsstrafe zu verhängen, Haftverdauer anzuordnen und die Kosten des Verfahrens aufzulegen. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, Herr Rechtsanwalt Vollender. Hohes Gericht, Frau Kollegin, Herr Staatsanwalt. Meine Mandantin hat sich spät, aber nicht zu spät dazu durchgerungen, hier die Wahrheit zu sagen. Und dass das, was sie gesagt hat, eben keine Schutzbehauptung ist, wie Sie sagen, oder Märchenstunde, wie Sie sagen, Herr Dorner, das wird bestätigt durch das,
was wir soeben von dem Zeugen Niko Petrov gehört haben. Und der steht ja nun wirklich alles andere als im Verdacht, hier meiner Mandantin helfen zu wollen. Herr Petrov, Sie hatten ja darauf spekuliert, dass meine Mandantin hier wegen Mordes verurteilt und dann für erbunwürdig erklärt wird, damit Sie dann am Ende mit einem höheren Erbanteil herauskommen. Und der Herr Petrov hat hier gerade klipp und klar gesagt, dass er ein Klirren, dass er ein Geräusch, ein Rumpeln im Keller gehört hat, als er mit meiner Mandantin in der Küche stand. Und das war just der Moment, als Sie, Herr Dorner, den Herrn Beckenbach von der Leiter gestoßen haben. Sie alleine sind der Täter. Sie alleine waren es, der Herrn Beckenbach ermordet hat. Meine Mandantin hat sich hier allenfalls einer versuchten Strafvereitelung schuldig gemacht und ich beantrage hierfür, aufgrund ihres Geständnisses und weil sie nicht vorbestraft ist, eine Bewährungsstrafe von einem Jahr. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. Ja, Frau Rechtsanwältin Wolten. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, Herr Staatsanwalt. Ich kann Ihrer Auffassung überhaupt nicht folgen, denn dass mein Mandant eine Affäre mit der Ehefrau des Verstorbenen gehabt hat, das macht ihn nicht zu dessen Mörder. Was in dem Weinkeller geschah, nachdem die beiden in flagranti beim Sex erwischt wurden, das wurde in dem Beweisverfahren nicht geklärt. Die einzigen Aussagen, die meinen Mandanten belasten, sind erstens die Aussage der Mitangeklagten, die in dem ganzen Verfahren nur gelogen hat, von einer Lüge zur nächsten. Und zweitens die Aussage von Niko Petrov, dem Sohn des Verstorbenen, der erst an dem Tattag erfahren hat, wer sein wirklicher Vater ist. Beide belastenden Aussagen sind nicht glaubwürdig. Beide haben ein Tatmotiv und haben einen direkten Vorteil davon, wenn sie meinen Mandanten belasten. Wie und warum der Verstorbene zu Fall kam und wer dafür verantwortlich ist, ist hier nicht geklärt. Und damit muss der strafrechtliche Grundsatz gelten in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Ich beantrage, meinen Mandanten freizusprechen. Dankeschön, Frau Verteidigerin. Ja, Sie beide können sich jetzt auch noch verteidigen. Sie haben beide das letzte Wort. Zunächst mal Sie, Frau Beckenbach. Herr Dorner. Ja, ich hoffe, dass Sie so schlau sind und Ihren Plan durchschauen. Gut, dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Daniel Dorner ist schuldig des Mordes, § 211 Strafgesetzbuch. Die Angeklagte Janine Beckenbach ist schuldig der versuchten Strafvereitelung, § 258 Absatz 1, Absatz 4, 22 und 23 Strafgesetzbuch. Der Angeklagte Dorner wird deshalb zu lebenslanger Vorhaltsstrafe, die Angeklagte Beckenbach zu einer Vorhaltsstrafe von einem Jahr verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Angeklagte tragen die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie bitte Platz. Es geht der Beschluss der Haftbefehl des Amtsgerichts München vom 11.12.2007 bezüglich Daniel Dorner bleibt aufrechterhalten in Vollzug. Und der Haftbefehl des Amtsgerichts München vom 11.12.2007 bezüglich Janine Beckenbach wird aufgehoben. Dann geht weiterhin der Beschluss, die Bewährungszeit hinsichtlich Janine Beckenbach beträgt 3 Jahre. Ihr wird auferlegt, eine Geldbuße von 3.000 Euro an die Staatskasse zu bezahlen. Ja, sie hat die ganze Zeit gelogen, die Frau Beckenbach. Zunächst keine Affäre mit dem Herrn Dorner, erst um 16 Uhr gekommen. Dann musste sie das eine einräumen, dann das andere, dann dieses, dann jenes. Und am Ende kommt eine neue Geschichte. Da kann man natürlich sich fragen, ist das jetzt ein halbwegs intelligenter Plan, um aus der Sache rauszukommen? Zumal sie ein Motiv hatte und ein eigenes Interesse, nämlich ein Interesse, dass es nicht zu einer Scheidung kommt. Der Schlüssel zur ganzen Geschichte ist der Herr Petrov. Auch der hat natürlich zunächst gelogen, als er behauptet hat, erst nach dem Tod des Herrn Beckenbach erfahren zu haben, dass dieser sein Vater war. Aber was er von vornherein gesagt hat, als er oben im Restaurant war, hat von unten Herr Dorner gerufen, Scheiße, Janine, du musst mir helfen. Ja? Und am Ende hat er gesagt, dass es auch dann wirklich ein Geräusch gab, wie wenn eine Flasche zerbarst und wie wenn jemand hinfällt. Und dann ist die Frage, warum sollte er lügen? Er hat ja gerade ein Interesse daran, dass die Angeklagte nicht freigesprochen, sondern verurteilt wird. Ja? Weil er würde mehr erben, wenn sie lebenslange Vorhaltsstrafe bekommt. Und deshalb glauben wir ihm uneingeschränkt. Und wenn so war, dann waren sie genau zu dem Moment, in dem ihr Ehemann von der Leiter gestoßen wurde, nicht im Keller. Als sie in den Keller gingen, war die Tat schon beendet. Sie können sich auch nicht der Beihilfe am Mord hier schuldig gemacht haben. Den Betrug an der Rentenversicherung, den haben sie nur vorbereitet, aber das war noch kein Versuch. Was bleibt ist, das Schaffen der Leiche in den Kühlraum. Damit
wollten Sie zumindest verhindern, dass er überhaupt in Verdacht gerät. Und Sie wollten überhaupt den Eindruck erwecken, das Ganze sei ein Unfall gewesen. Versuchte Strafvereitelung. Wir meinen, dafür sind tatsächlich, nachdem die Idee von Ihnen stammte, ein Jahr Freiheitsstrafe mit Bewährung Tat und Schuld angemessen. Herr Dorner, wir sind überzeugt davon, Sie haben den Herrn Beckenbach getötet. Und zwar genau aus dem Grund, den Sie der Angeklagten Beckenbach später geschildert haben. Was hätte ich denn machen sollen? Er wollte mein Berufsleben zerstören. Das ist ein Mord. Dafür gibt es nur lebenslängliche Freiheitsstrafe. Gegen dieses Urteil kann allerdings von beiden Seiten innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Niko Petrov wurde wegen uneidlicher Falschaussage und falscher Verdächtigung durch Unterlassen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr mit Bewährung verurteilt.